Katrin hat ihre hübsche Rentierhose an, die sie von mir mal zu Weihnachten bekommen hat. Ja, Anfang November. Wir sind wieder in Dänemark. Da verschlägt es mir glatt die Frage. Haben wir schon Anfang November? Ja, 28. Oktober. Ja, ist na, das schon okay. An. Ach, okay. Na gut, oh. Na, fangen wir nochmal an. Man könnte denken, wir machen den zweiten Teil von Fly Belly. Sieht alles gleich aus. Wir sind auch wieder in Dänemark. Aber es ist fast November. Und es ist nicht das gleiche Haus. Zwei Häuser weiter. Ja, wir haben unseren Urlaub jetzt vor 2 Tagen begonnen. Natürlich wieder in Sonderburg. Lass mich auch mal aufnehmen. Ich möchte mal die Ahnengalerie da hinten zeigen. Wenn Shopping auf dem Programm steht, dann darf der Mann natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und ich habe mir auch vorgenommen gehabt, noch ein bisschen Neuland zu begehen. Darum sind wir natürlich auch in den örtlichen Angelladen gegangen. Jetzt sind wir hier im Shop Outdoor Isentrum, mitten in Sonderburg. Ganz netter Verkäufer hier, wie ist dein Name? Peter Uhr. Peter, genau. Peter hat uns gerade mal ein bisschen beraten und hat uns mal ein paar Stellen gezeigt, so wo momentan die Forellen sich eingestellt haben. Auch wo die Aero-Forellen sich auch momentan, wo die ersten erblickt worden sind. Obwohl, die kamen gar nicht aus Aero. Woher kommen die her? Die kamen aus Assens bei Fünen. Aus Assens bei Fünen kamen die und da haben wir jetzt eine Stelle. Und Katrin und ich, wir wollen auch vielleicht nicht nur auf Meerforelle angeln, sondern auch mal auf Plattfisch probieren. Und da haben wir hier mal so einen Köder empfohlen bekommen, so einen Gulpwurm, ne? Ja. Ja, was soll ich sagen? Tobi hat sich natürlich erstmal eine neue Mütze gekauft. Ah, die hast du mir gekauft, meine schöne neue Sims-Mütze. Und er hat sich diese stinkenden, dachten wir jedenfalls, Gulps geholt. Ja, die gar nicht so gestunken haben, aber die haben ja auch nicht so viel Erfolg gebracht, leider. Obwohl, neben uns, da waren auch 2 Brandungsangler, die haben die ganzen Tasche mit Wattwürmern geangelt und haben auch nur einen Platten gehabt. Da waren wir besser, mit einem Biss besser, ne? Welcome to the big moment. Die Montage wird beködert. Und jetzt wollen wir mal das Würmchen da rausholen. Ich habe natürlich auch vorgesorgt, habe hier extra noch einen Lappen mitgenommen, weil das bestimmt ziemlich schleimig ist. So. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. So fange ich an. Wenn das nachher so wenig Reize gibt, werde ich den noch mal so ein bisschen waggy anködern, dass ich den so ein bisschen schräg anmache. Aber so lasse ich das erstmal. Ganz wichtig ist, nach dem Gebrauch dieser Würmer müsst ihr die wieder in diese Schale reinmachen. Die werden sonst knochenhart. Und so kann man die auch länger verbrauchen. Also man nicht nach Gebrauch wegschmeißen oder so, einfach wieder in diese Schale rein. Und dann kann man die auch länger benutzen und hat man auch mehr davon. Ne? Ich mache mir da auch gleich ein Würmchen drauf. Aber der Start ist da. Das wird wieder schön zugemacht. Pünktlich zum Start. Fängt es auch an zu regnen. Darum, wir nehmen jetzt nur kleines Kameragepäck mit. Unsere Montage war denkbar einfach. Eine 40 Gramm Spinnrute in einer Länge von 10 Fuß, dann ein Buttlöffel mit 40 Gramm, der an beiden Seiten mit der Hauptschnur und mit der Vorfahrschnur befestigt worden ist. Die Vorfahrschnur 30 cm lang, davor eine Auftriebsperle, die von einem Stopper gestoppt worden ist und davor noch ein paar kleine Perlmuttkugeln. Dann ein Butthaken und schon ging's los. Habe ich etwas abgeändert, da fast jeder Wurf vertüdelt war. Ich habe einfach das Vorfach jetzt direkt ans Blei gemacht. Ist klar, weil das Blei fliegt ja auch als erstes und von daher war immer der Rest komplett um das Blei rumgemüdelt. Letztlich ging es tatsächlich einmal ganz gut. Da hat einer den Köder angeknabbert, aber leider hing er natürlich nicht. So, wir brechen jetzt hier ab, versuchen noch mal an einer anderen Stelle und hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben. Es hat funktioniert. Aber hier, das ist ja wohl der Hammer.
Ein Platter. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich denke mal, das ist eine kleine Flunder. Ich dachte eben, ich habe meinen Nachbarn. Mhm. Aber dabei habe ich doch tatsächlich hier, habe keinen Biss gemerkt. So ein Lütten hier, du. Auf den unteren, aber komm, du gehst schnell wieder rein. Zack. 1-0. Ja, Sonderburg haben wir ja angefangen. Waren wir auf Dorsch. Recht erfolgreich. Ankunftstag, ne? Das ist immer natürlich die Sache so, womit fängt man an? Also wir sind natürlich, na klar, am liebsten möchten wir natürlich mit der Fliege auf Meerforelle angeln, aber das war die letzte Zeit nicht so produktiv. Darum ist die Entscheidung jetzt erstmal auf tiefe Fahrrinne gefallen, dass wir schon mal diesen Bereich abgedeckt haben. Hier haben wir die Chance auf Köhler, auf Dorsch, auf Meerforelle. Dementsprechend habe ich mich heute jetzt auch für Katrin eine Montage mit Beifänger entschieden. Und so werden wir jetzt erstmal mit Eisen versuchen, den ersten ans Band zu bekommen. Wir haben jetzt hier ein schönes Flachwasser vor uns, haben schon schöne Bewegungen hier im Wasser gesehen. Garnelen, Grundeln haben wir gesehen, Futter ist da, tiefe Fahrrinne ist da. Die haben wir auch schon mit dem Boot einmal abgelichtet. Und da haben wir auch unseren einzigsten Biss bekommen, hier an dieser Stelle. Weißt du das noch, Katrin? Mhm. Ja, hattest du nämlich gehabt. Und ich hoffe, dass wir hier vielleicht jetzt die ersten strömenden Fische kriegen. Ich hoffe auf den Dorsch. Ein Träumchen wäre ein Köhler. Wir werden sehen, es geht jetzt los. Ja, warte, ich hole den 9. Doch, warte, ich hole den kurz 9. Hast du einen dran gehabt? In Absinken oder auf dem Grund? Nee, ich habe einfach ganz normal hier eingekurbelt und dann eben bumm, bumm. Am Grund, oder? Ja, am Grund. Schön. Tobi sagt die ganze Zeit immer bum 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 an der Rute. Das ist kein Dorsch. Das ist ein kleiner Köhler. Das ist ein kleiner Köhler. Das ist kein Dorsch. Das ist ein Dorsch. Das ist ein Dorsch. Alter Verwalter. Anstatt größer werden die kleiner. Achtung Leute. Jetzt präsentiere ich hier mal offiziell meinen kleinsten gefangenen Dorsch. Finger lang, naja, das ist ein guter Finger. Petri! 2-0. Weg ist er. Oh, ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn gesehen. Naja, der hat schon über 30 gehabt. Ja, schön. Komm, wieder rein damit. Los, komm. Was Katrin eigentlich sagen möchte, weil sie jetzt ablacht. Ne? Kleine Fische haben wir jetzt genug gefangen. Ne? Eigentlich wollen wir ja einen großen haben. Jetzt geht's mal wieder vom Ufer aus los. Mit Spirulino und mit Eisen versuchen wir jetzt mal vom Ufer aus mal eine große zu kriegen. Wahrscheinlich wird es wieder eine kleine werden. Aber wir versuchen eben halt alles und wir müssen am Ball bleiben. Notfalls müssen wir einfach diese schöne Herbstatmosphäre genießen. Und das versuchen wir jetzt. Genau, weißt du, wir sind nicht mehr die Monsterangler, sondern wir sind die Kleinfischangler. Ja, ich meine, das ist auch eine Kunst, die kleinen zu kriegen. Ne? Jetzt geht's mal los, komm. Was? Ab! Ach, Scheiße! Das macht er nicht, aber ich hab schon mal einen in Dreck gehabt. Oh, schade.
die war echt oberfällig. So viele Wochen, wo ich jetzt eben halt nichts gefangen habe und endlich, die nehmen wir auch mit und die werden wir uns heute Abend schmecken lassen. Great! Danke, danke! Wieder schön, wenn eine Sache aufgeht und klappt. Tatsächlich hat es hingehauen mit den Seeringelwürmern hier von Gulb. Da hat der letzte Wurf doch tatsächlich noch den letzten Fisch der Reise ans Band gebracht. Jetzt ist Schluss. Meine Bronchitis geht jetzt auch gerade richtig doll los. Ich glaube, ich habe auch Fieber. Aber ihr seht, gerade an der Küste, wenn es schwer ist, dann muss man wirklich flexibel sein. Und dann muss man auch zu allen Waffen greifen, um erfolgreich zu sein. Wir sind letztlich erfolgreich gewesen. Wir haben einen schönen Fisch rausgeholt, den wir auch nehmen mussten, weil der war genau an den Kiemen hinten gehakt. Und von daher hat es ja gepasst. Die gibt es leicht zu essen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Bericht. Ich freue mich auf euren nächsten Klick, wenn ihr wieder reinklickt hier bei uns bei Hanse Catch Hamburg. Tschüss und bis bald.